Das Duell der Superlative hat einen Namen. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Besser geht es nicht. Der Rekordmeister trifft auf den amtierenden Meister. Der Tabellenerste trifft auf den Tabellenzweiten. Die beiden besten Offensiven treffen jeweils auf die stärksten Defensivabteilungen der Liga. Und auch wenn der FC Bayern noch mit 5 Punkten Vorsprung das Maß der Dinge ist, so hat man doch den gefährlichsten Verfolger direkt im Nacken. In erster Linie haben wir immer gesagt, schauen wir auf uns. Und wenn wir unsere Qualität in der Bundesliga Woche für Woche auf den Platz bringen, dann brauchen wir uns nicht umzuschauen. Nur wenn das nicht der Fall ist, denke ich, dass hinter uns Dortmund schon die Mannschaft mit der meisten Qualität ist. Und diese Qualitäten stellt der Meister immer mehr unter Beweis. Allein wenn man sich den 5:1 Erfolg gegen Wolfsburg anschaut, dann wird klar, dass der BVB die Form der letzten Saison so langsam aber sicher gefunden hat. Insgesamt holten sie aus den letzten 6 Partien 5 Siege mit einem sensationellen Torverhältnis von 19:3. Da kann man sogar ausnahmsweise mal als Trainer ins Schwärmen kommen. Dieses Spiel, das war wirklich eins zum Genießen. Es war BVB-Fußball durch und durch. Das war von der ersten bis fast zur letzten Minute einfach großartiger Fußball, der richtig Spaß gemacht hat. Vor allem Shinji Kagawa unterstrich zuletzt, dass er wieder der Alte ist. Mit einem Tor und 2 Torvorlagen war er gegen Wolfsburg der überragende Akteur auf dem Platz. Shinji macht das wirklich, wirklich überragend und er ist immer da, hat jetzt vielleicht in der letzten Zeit nicht so gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wie wir gesehen haben, ist er wieder zurück und wir sind natürlich sehr, sehr froh darüber und so einen Spieler können wir immer gebrauchen. Erst recht, wenn es gegen eine Mannschaft geht, die auf Wiedergutmachung sind. Der FC Bayern will Revanche für die beiden Pleiten aus der letzten Saison und er will seinen Vorsprung in der Tabelle ausbauen. Denn wenn die Bayern gegen Dortmund gewinnen, dann sind es bereits 8 Punkte, die zwischen beiden Teams liegen. Und das könnte fast schon sowas wie eine Vorentscheidung im Kampf um den Titel sein. Ja, ich denke, dass der amtierende Meister natürlich immer ein Konkurrent ist, aber ich würde das nicht nur auf Dortmund reduzieren. Hier treffen die beiden Top-Teams der Liga aufeinander. Hier treffen 2 Teams aufeinander, die zusammen bereits 58 Tore auf dem Konto haben. Hier kommt es zum Duell zweier Teams, die wahrscheinlich die Meisterschaft unter sich ausmachen. Das Spiel der Superlative hat einen Namen. Bayern gegen Dortmund.